In Gedenken an den großartigen Filmproduzenten Karl Spies lädt Lisa Film zum traditionellen Faschingsdienstagtreffen. Mit dabei viele Größen der heimischen Filmbranche sowie jede Menge schöne Erinnerungen. Da fehlt, da muss ich sagen, dass wir vor 40 Jahren in München den ersten Faschingschaos gefeiert haben und es beibehalten haben. Und das sind ja jetzt seit 25 Jahren wieder in Wien und haben es jedes Jahr gemacht, bis auf die letzten 2 Jahre. Ich habe 56 Jahre Eheleben hinter mir und er geht mir sehr ab. Naja, ein bisschen ungewohnt, nachdem der Vater nicht da ist. Was soll ich sagen? Ja, ein bisschen traurig. Aber trotzdem schön, hoffe ich. Er wäre gestern 92 Jahre alt geworden und das war auch der Anlass, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir wieder sein beliebtes Faschingsdienstagfest. Und ich glaube, er schaut von oben runter und er freut sich, weil er hat immer geliebt, wenn seine Freunde, seine Schauspieler und seine Familie ein Fest machen und Party machen. Das war eigentlich das Größte. Ich kann mich erinnern, in der Hofburg, wie er seine Feste gemacht hat. Er hat immer herumgeschaut, Anna Nebretko, Ronaldo Villason haben gesungen, aber er hat die Musik zwar nur gehört, aber er hat nur im Saal in der Hofburg geschaut und sich gefreut, dass Mario Adorf und Per Pries und wie sie alle hießen damals sich gefreut haben und einfach das genossen haben. Und das war seine Leidenschaft und darum machen wir das auch und wollen wir jetzt jedes Jahr wieder machen. Heute wieder traditionelles Faschingsdienstagstreffen, dennoch fehlt einer ein großer. Woran erinnern Sie sich denn gerne zurück? An diese ruhige, fröhliche, aber doch sehr scharfe Beobachtung. Das hat mir immer gut gefallen. An die schönen Feste, die er immer gegeben hat hier in Wien. Also das ist ja Tradition gewesen immer. Und natürlich an die Filme, die vielen. Ich habe selbst auch die Freude gehabt, mein erstes Praktikum beim Karl Spies zu machen. Und das war im Jahr 2000 bei einer Produktion mit der Verona Feldbusch damals noch. Sie hieß auch noch so. Und mit dem Otto Retzer. Und habe dort eigentlich meine ersten, als Produktionsassistent, meine ersten, sagen wir mal, Erfahrungen im Film ergattern dürfen. Wunderbaren Klinik unter Palmen. Da war ich in mehreren Folgen dabei und er war einfach der Übervater für uns alle. Und die Feste, die gefeiert wurden, die waren einfach einzigartig. Und heute ist es so ein bisschen so wie eine Erinnerung an früher. Es ist mal zusammen, es ist wie Big Family. Ich habe ihn ja kennengelernt durch meinen verstorbenen Mann Maximilian und ich fand, er hatte so viel Leben, so viel Humor, immer so ein Augenzwinkern und ich habe eigentlich jede Minute immer genossen, wenn ich mit dabei war und ihn getroffen habe. Ich denke an meinen lieben Nachbarn, wir haben im selben Haus gewohnt, beziehungsweise wohne ich immer noch mit seiner Frau im selben Haus in der Weiburggasse und einen großzügigen, humorvollen, gutmütigen Mann, der unglaublich viel für den österreichischen Film gemacht hat. Na, der Herr Spies hat extrem fleißig produziert, muss man sagen. Er hat wirklich von 1964, wo die Lisa Film gegründet worden ist, bis ins Heute sozusagen, 400 Filme produziert. Und das ist wirklich eine beachtliche Leistung. Ich glaube, das kann man gar nicht irgendwie vergleichen. Das ist was Einzigartiges, wenn man das nämlich durchdividiert durch die 50 Jahre seines Schaffens, kommt man auf 8 Filme pro Jahr. Ich glaube, es gibt heute keine Produzenten, der dieses Pensum bewältigen kann. Heutzutage macht man anders Filme. Das war damals die Nachkriegszeit. Man wollte Unterhaltung, man wollte Musikfilme, Revuefilme. Das gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt ja kaum, außer La La Land, aber die sind ganz anders angesiedelt in der Qualität und im Standing. Aber diese richtigen Revuefilme, die es damals gegeben hat, mit Marika Kilius und Eisrevue und was weiß ich alles, das war wunderbar. Aber halt alles zu seiner Zeit. Ich erinnere mich an einen Anruf, da hat er mich angerufen, auf der Heide, da waren wir noch per Sie. Wollen Sie mit der Hildegard Knef einen Film drehen? Da habe ich gesagt, was ist das für eine Frage? Na, ich fliege hier, wo ich muss, sagt er, nach Berlin. Sie möchte sie zuerst kennenlernen. Und dann bin ich nach Berlin geflogen, habe mit meiner Göttin einen Kaffee getrunken, war sehr enttäuscht, weil sie einen schlechten Tag hatte. Und im Taxi zum Flughafen hat er mich schon angerufen und gesagt, sie ist begeistert, sie kriegen die Rolle. Dann war ich ihr Sohn im Schlosshotel am Wörthersee. Karl Spies war auch einer, der sich auch gemeldet hat, 3-4 Mal im Jahr, wie geht's dir? Brauchst du was? Also, obwohl ich nicht einer seiner meistbeschäftigsten Schauspieler war,
aber der hat wirklich Kontakt zu den Leuten gehalten. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit diese Unterhaltungsschiene ein bisschen fehlt. Zurzeit haben wir tausende Krimis, also so viele Menschen, glaube ich, gibt es fast nicht mehr, was ermordet worden sind, zumindest in Kitzbühel oder in den kleinen anderen Ortschaften. Aber ich glaube, das Lachen, das Richtige, diese komödienhafte, filmische Sache, die fehlt einfach total. Und ich hoffe, dass das irgendwann wieder kommt und er war da der Mastermind drinnen.